So, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann Ihnen jetzt leider nicht das Bild zeigen der Verkehrsbelegung der Königsbrücker Straße. Ich werde es dann beim nächsten Mal zeigen. Einige kennen es schon. Auf der Königsbrücker fuhren in den 90er Jahren an der Schauburg ungefähr 25.000 Autos vorbei. Vor Corona waren es noch 12.000 und jetzt sind es ungefähr 10.000. Die Bürgerinitiative misst jede Woche. Und bei königsbrücker-muss-leben.de kann man sich die Daten angucken. Die Stadtverwaltung hat das letzte Mal 2016 gemessen und bisher, Herr Kühn, weigert sich beharrlich, eine neue Messung durchzuführen. Aber ich sage Ihnen, es fahren nur noch ungefähr 12.000 Autos auf der Königsbrücker. Das ist nichts. Und dafür muss man die Königsbrücker nicht ausbauen. Sie haben ja eben vielleicht draußen gesehen, unsere Infomahnwache, wie breit die Königsbrücker werden würde auf zwei Drittel der Strecke, wenn wir die Pläne nicht ändern. Herr Würz hat schon gesagt, die Alternative, die es gibt, ist nur die Sanierung im Bestand, denn nur die geht ohne Planfeststellungsverfahren, die geht schnell. Und ich werde jetzt mit vier Mythen oder ich sage auch mit vier oft genannten Lügen aufräumen, und zwar anhand von Beispielen, die Sie alle kennen, warum also eine ohne Planfeststellung eine Sanierung im Bestand, warum das geht. Mythos 1 ist, man kann in einer nicht planfestgestellten Variante, also in Sanierung im Bestand, kann man nicht die 3 Meter Spurbreite machen für die Bahn, das geht nicht. Gegenbeispiel, Bautzener Straße von der Martin-Luther-Straße bis zur Waldschlösschenbrücke und oben in Bühlau, Weißer Hirsch, kilometerlang Bautzener Straße, Bautzener Landstraße, haben wir 2013 genau das gemacht. Sie wurde im Bestand saniert und die Schienen wurden auseinandergezogen. Mythos 2. Man kann bei 10 Meter Straße keine Radverkehrsanlagen anbringen. Fritz-Reuter-Straße 2010 im Bestand saniert, von der Hansastraße bis zur Liststraße, alles kein Problem. 10 Meter Breite, da fährt die Bahn, da fährt das Auto, daneben ist ein Radstreifen. Ist nicht ideal, aber zumindest es geht. Dritter Mythos. Man kann im Bestand nicht barrierefreie Haltestellen herstellen. Planungsrechtlich stimmt diese Aussage, aber technisch gesehen stimmt sie nicht. Gehen Sie am Goldenen Reiter vorbei auf die Augustusbrücke. Da ist rechts und links ist eine wunderschöne barrierefreie Haltestelle, angehobener Radweg, alles kein Problem. Und zum Schluss heißt es immer, in allen Varianten würden alle Bäume fallen. Das stimmt nicht. Der Satz muss richtig heißen, in allen bisher untersuchten Ausbauvarianten, die 4 Spuren 18 Meter breit den Hang da hochfahren lassen, müssen alle Bäume fallen. Das stimmt. Es ist aber noch nie eine Sanierung im Bestand geprüft, geplant, überhaupt nur angedacht worden. Und natürlich bleiben die Bäume dann stehen, genauso wie auf der Bautzener Straße zwischen Martin-Luther-Straße und der Waldschlösschenbrücke. Da stehen alle Bäume weiterhin. Ja? Und die Straße ist saniert. Meine Damen und Herren, als ich 2011 mit einigen Leuten die Bürgerinitiative Königsbrücker muss leben gegründet habe, habe ich mit vielen Leuten geredet. Ich habe unter anderem auch mit einer Person aus den Grünen geredet. Und ich mag euch Grüne. Ja, ich will euch helfen. So, und deswegen richten sich meine letzten Worte an die Basis und an die Stadträtin, die sozusagen einen Wandel im Kopf machen können. Damals habe ich diskutiert mit dieser Person, ich sage nicht männlich-weiblich, ich sage nicht, wer es ist, aber die hat jetzt heute einen relativ hohen Rang in der Partei. Diese Person hat mir gesagt, Martin, ich verstehe ja und teile alle deine Argumente, aber schau mal, es geht doch darum, dass hier in Dresden ein bauliches Großprojekt auch mal mit einer linken Mehrheit beschlossen wird. So. Diese Person ging 2011 davon aus, dass wenn man nur eine Variante beschließt, so, wenn die Grünen das beschließen, dann ist das ein Erfolg. Und das denken immer noch heute einige, dass wenn wir die Variante von 2016 bauen, dass das ein Erfolg wäre. Es ist aber kein Erfolg. Herr Würz hat schon gesagt, die Parameter haben sich grundlegend geändert. Der Benzinpreis schießt in die Decke, die Autozahlen gehen runter. Wir stehen vor einer Verkehrswende, wir wollen eine Verkehrswende machen. Wir sind wahrscheinlich jetzt in diesem März wieder im trockensten und heißesten März, den es jemals gab. So, und wollen wir in dieser Situation, wo sich die äußeren Parameter so geändert haben, wollen wir da wirklich 121, also alle außer einem, 121 Bäume fällen.
Ich will das nicht. Ich plädiere schon ewig für eine Sanierung im Bestand. Und ich hoffe, dass in diesen Rat und in die Gesellschaft das schnell genug ein Wandel kommt. Ich komme zum Schluss, dass wir dann auch eine Sanierung im Bestand angehen können. Dankeschön.